und das ist der Start zum Preis der Metzgerei und Partyservice Speck Aarau Ruhr. Und wie erwartet ist es Gordon Pym, Yachting, Persian Doll und ganz am Schluss, wie gewünscht, Etwalde Wern mit Michael Huber. Es geht jetzt hinauf über den Turfclub Sprung. Dann geht es leicht rechts. Sie kommen in die Mitte des Parcours, in eine leichte Diagonale über dem Baumstamm neben dem sogenannten Matterhorn da drin. Mit etwas Fantasie sieht man es. Der Baumstamm, und dann geht es bereits über den großen Baumstamm hier. Der Sprung aus Baumstämmen in den Springgarten. Gordon Pym, Yachting. Schön zu sehen, die Pferde, wie toll sie springen hier. Und jetzt hier der neue Sprung. Der Springgarten-Einsprung. Und wie gewohnt, Jürg Langmeier mit einer optimalen Ja, da war Yachting etwas nachlässig. Der Sprung war wohl etwas zu wenig. Jetzt hat er die Beine etwas mehr angezogen. So geht es herum. Gordon Pym, Yachting, Persian Doll und Etoile de Verne. Jetzt geht der Bach-Aussprung. Dann gibt es eine lange Galoppade. Zuerst rechte Hand, dann links über den großen Erdwall in die Diagonale. Und dann kommt unten, links von Ihnen aus gesehen, dann der größere der beiden Erdwälle. Gordon Pym, Yachting, eine Lücke zu Persian Doll und Etoile de Verne. So hat sich das Michael Huber auch gewünscht. Genauso. Und die anderen wahrscheinlich auch. Über den großen Erdwall, dann geht es auf rechte Hand zum Contrebas. Das ist ein Absprung. Der ist 1 Meter hoch, nur, würde man sagen. Aber ein Absprung hat es in sich. Sie sehen es ihn dort hinter den Bäumen. Man sieht ihn. Jetzt kommen die Pferde dann um den Bogen herum und dann wieder in Richtung Innenraum. Über den Contrebas, der Absprung. Dann geht es erneut zum Erdwall. Jetzt kommt der Absprung hier. Da schauen die meisten Pferde. Gut gemacht. Jetzt geht es hinauf. Linke Hand über den Erdwall. Und dann kommt bereits der Wall vor die Tribünen. Und hier natürlich, ihr kennt das alle, nehmen wir das Feld dann in Empfang. Die Pferde wissen es schon, dass hier dann gleich die Stimmung kommt. Hier mit Gordon Pym, Yachting, Persian Doll und Etoile de Verne geht es auf den Wall. Und dann, genau so geht das hier. Preis der Metzgerei und Partyservice Speck. Begrüßen wir das Feld hier mit Gordon Pym, mit Yachting, Persian Doll und mit Etoile de Verne. Jetzt geht es über den Ortsbürgersprung. Dann geht es leicht links über die Hecke. Ganz unten da. Leicht links, dann geht es eng herum auf den Englischen und das ist der Sprung in der Mitte, der direkt auf die Tribünen zu geht. Das ist der linke von den beiden da in der Mitte. Dort kommen die Pferde über den Englischen. Unverändert und ich kann euch sagen, das wird noch einen Moment so bleiben. Gordon Pym, Yachting, Persian Doll und Etoile de Verne. Und alle, ich bin mir sicher, alle haben ihren Plan. Alle, der 4 Reiter. Jetzt geht es über den Englischen, schöne Hecke da, dann wieder über den Ortsbürgersprung, dann geht es hinter den Teich über die Hecke und hinein in den Bach und dann bereits über den Teich ins Wasser. Unverändert Gordon Pym, Yachting, Persian Doll und Etoile de Verne. Und hier kommen die Pferde erneut und jetzt könnt ihr euch freuen. Oh, Yachting etwas unkonventionell gesprungen, aber alles gut. Jetzt geht es in den Springgarten und beim Aussprung dann hier, beim neuen, geht es dann hinauf auf den Wall und dann runter ins Wasser. Und dort gibt es natürlich die schönen Fotos, das wissen die Fotografen auch. Und hier das Feld vor den Tribünen auf dem Weg ins Wasser. Preis der Metzgerei, Partyservice Speck in Aarau. Gordon Pym, Yachting, Persian Doll und Etoile de Verne. Gut gemacht, jetzt ins Wasser hier, sind wir gespannt. Wird ruhig, vernünftig geritten, ein schönes Bild hier im Wasser und Etoile de Verne hier liebt es durch das Wasser. Dann geht es über den Turfclubsprung, jetzt hier leicht rechts, dann auf die Bahn und dann nach links.
Dann eine lange Galoppade bis zum Einlaufsprung da unten, wieder links gesehen. Noch einmal der Ortsbürgersprung, dann kommen sie über den Tribünensprung, der klein geworden ist jetzt. Und dann geht es hier im etwa 80-Grad Winkel nach links um den Wall herum. Und das dürfte dann eine der Schlüsselstellen sein. Und wie gesagt, jeder hat seinen Plan. Und jetzt langsam wird hier am Plan gefeilt. Zum Beispiel bei Yachting jetzt, Thomas Bora. Der geht jetzt, dem ist das Tempo jetzt etwas zu gemächlich da vorne. Und die beiden lösen sich etwas vom Rest von Persendoll und Etoile de Verne. Aber alles wieder beisammen. Jürg Langmeier hat das unter Kontrolle hier. Ortsbürgersprung, dann der Tribünensprung, jetzt leicht rechts über die Tribüne, respektive den Sprung. Und hier das Feld noch einmal. Im Preis der Metzgerei geht es langsam auf die letzte Linie. Jetzt nach links, hier die Wende und jetzt wird es zur Sache gehen. Jetzt muss ein Angriff dann kommen, wenn hier noch einer was ausrichten will gegen diesen Gordon Pym. Der super geht, Yachting zum Beispiel, Persendoll, alle sind sie noch da. Und Etoile de Verne, sie ist die Stute der letzten 300 Meter. So, Gordon Pym auf den Turfclub-Sprung, das ist der zweitletzte. Und jetzt gibt hier Jürg Langmeier Gas, verabschiedet sich drei Längen von Yachting. Persendoll muss bereits geritten werden. Immer noch ruhig sitzt Michael Huber im Sattel. Vorne aber geht Gordon Pym. Der drückt jetzt hier mächtig aufs Tempo und der letzte Sprung steht noch bevor. Und Yachting, der Franzose natürlich, Thomas Bogan, der lässt natürlich nicht locker. Gut gemacht hier, toll gesprungen, alle Pferde. Und jetzt, hier ist es Yachting oder Gordon Pym, Persendoll und hinten Etoile de Verne. Es scheint Gordon Pym und Yachting, es ist Yachting. Yachting und Gordon Pym, Yachting gewinnt vor Gordon Pym, Persendoll und Etoile de Verne. Gewinnt hier über den letzten Sprung im Einlauf, gewinnt Yachting, clever gemacht von Thomas Bogan, der nicht locker gelassen hat, auch den Angriff abgewehrt von Gordon Pym. Und sensationell geritten, ja, er war... Wenn man überhaupt von einem Außenseiter sprechen kann, war er der größte Außenseiter in diesem Feld. Die höchste Quote von den kleinen Quoten, die es zu gewinnen gibt, hier verdienen gibt in diesem Feld. Thomas Bogan.